Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir bereiten uns immer noch auf den DLC vor. Heute muss Mock fallen. Wir haben ihn immer noch nicht gefunden, aber ich glaube, wir sind kurz davor. Bevor wir das aber heute machen in der Folge, gibt es noch eine kleine Flask-Erweiterung. Und zwar haben mich User im Chat darauf hingewiesen, dass mir noch eine Flask fehlt, was natürlich stimmt. Und die guten Freunde Buddy Maniac und Juggy haben sofort erkannt, mit einem kurzen Blick auf die Weltkarte, wo das ist. Und zwar hier war ich noch nicht in dieser Kirche hier. Und da werden wir noch einmal kurz hingaloppieren und uns dann den fehlenden Baum da suchen. Dann haben wir hoffentlich alles, was wir brauchen. Und dann gehen wir wieder zurück. Den Hundimann lassen wir mal da fressen. Der hat eh schon so wenig Freude im Leben. Hallo Leute. Oh. Ja. Da, ich glaube, wir sehen wir schon da hinten. Sehen wir schon was? Oh, hier waren wir auch noch nicht. Guck mal, hier sind noch. Ach, der Hundimann kann einfach nicht. Okay, alles klar. Dann mache ich deine Welpen platt, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Der sieht aus wie ein Tyrannosaurus, der Hund aus der Entfernung, oder? Der will nicht so richtig, der geiert noch rum. Ich wollte aber nochmal hier hingucken. Denn wir müssen natürlich hier die Sarkophage einmal. Ey! So, eine Sache, die ich euch direkt sagen muss, wenn ihr das auf YouTube guckt. Falls ihr die letzte Folge gesehen habt, habt ihr mitbekommen, dass ich Probleme habe mit einer Bild-Tonschere. In der letzten Folge habe ich die bei mir gehabt, also indem ich den Ton manuell angepasst habe, damit es im Stream nicht so hart nervt. Jetzt habe ich in der zweiten Folge heute für den Bosskampf das so eingestellt, dass euch das leider nervt. Das tut mir total leid. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das fixen kann. Das muss ich natürlich vom DLC mal rauskriegen. Aber das ist mega strange. Irgendwie splittet PlayStation den Ton und das Bild anders auf. Das muss ich fixen. Aber für die heutige Folge müsst ihr mit einem kleinen Delay leben. Ihr seid also nicht verrückt, falls ihr glaubt, falls ihr irgendwas erkannt habt. Nee, es ist wirklich so. So, dann. Guck mal hier, das sieht so schön aus mit diesen Geisterbäumen und diese Qualle da. So, hier ist noch so ein Freund. Und da ist der. Seed auch. Da, die heilige Träne. Das gefällt mir. Ansonsten ist hier nichts mehr. Können wir das eigentlich machen? Oh! Ah! So, jetzt haben wir 14. Es gibt ja 15, ne? Lol, ich hab's die ganze Zeit schon im Inventory gehabt, nicht gemacht. Ja, lass mich mal kurz überlegen. Wie oft brauchen wir diesen... 14 gibt es, ne? Okay. Hab ich das die ganze Zeit schon gehabt? ich hab einfach... Es gibt 14, ne? Haben wir alle. Das ist doch super. Okay, aber jetzt habe ich ja diese Träne... was nehmen wir denn mal jetzt noch? Kraft bringt uns ein bisschen mehr Leben, das geht immer klar. Kondition wird kaum noch gesteigert und Geschick wahrscheinlich auch eher weniger. Also Leben ist, glaube ich, Kraft ist, glaube ich, das, was wir jetzt noch leveln werden. Ja, dann habe ich das wohl irgendwann mal eingesammelt und einfach nicht eingesetzt, aber ist doch egal. Diese Träne wollten wir doch auch haben. So, dann reisen wir jetzt wieder zurück in den Untergrund. Und zwar war das hier, dahin. Für das Add-on sollte man schon 860 in Kraft haben, ja. Schau mal, welche Zutaten du für die Spezialflask hast. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade überhaupt nicht, was du meinst mit Spezialflask.
Wie diese hier. Du meinst die wundersame Arznei. Mischstatus, Opalene, Blasenträne, verringert den erlittenen Schaden beträchtlich und gefleckte, verärgerte Träne, Heileffekte, erhöht Resistenzen. Da kann man wahrscheinlich dann... Kann ich die... Wie kann ich das am ehesten ändern? Kann ich die ändern, ohne sie zu nutzen? Ja, warte. Geht das auch nur am Schrein? Ich glaube, ich muss das am Schrein machen, ne? Ist das da bei Arzneimischung, ne? Genau hier. So. Hallo? Kann ich da nicht durchschalten? Wie komme ich da runter? Ansicht umschalten. So, komme ich nach unten? Wie komme ich denn jetzt nach da unten? Ich habe die Bubble gegen Mock schon. Das klingt gut. Aber muss ich jetzt entfernen? Verliere ich das dann? Nö, ne? Will ich das rausnehmen? Behalte ich, ne? Ja. So, geht das so. Warte, welche ist das jetzt? Diese hier? Explosion. Ah, das hier vielleicht. Blutfürst. Hälfte der Gesamt-LP. Erhöht maximaler LP. Das brauchen wir eher nicht. Stärkeschub. Ja, wir schaffen es erstmal. Wir versuchen es erstmal ohne. Aber ihr meintet doch auch irgendwie, der hat auch Bluteffekte. Vielleicht ist es diese hier. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, welche dafür das jetzt ist, aber ich probiere jetzt erstmal gegen den zu kämpfen. Und dann werden wir sehen. So. Das heißt, wir gehen hier erstmal zurück. Und wir gucken uns den erstmal an. Ich habe keine Ahnung, was der macht, wie der heißt. Doch, das weiß ich, aber den Rest weiß ich nicht. Ich hoffe mal, der Weg ist jetzt gar nicht mehr so weit. Ach du grüne Neune. Hua. Ja, es ist so viel besser, wenn man nicht einen harten Delay hat. Okay, die armen Leute wehren sich gar nicht. Einfach auf. Spratzmann! Ich dachte, da spratzt noch was Größeres gerade noch mit raus. Ist das eigentlich vom Sound her für euch okay oder ist es zu laut? Müssen wir mal ausprobieren. Okay, alles klar, alles klar. Verstehe, so einer bist du also. Ist ganz schön laut, oder? Echt, ist okay? Warum spratzt? Oh, ich lebe, wollte ich gerade sagen. Ah! Ich bin da komplett runtergefallen, ich habe es überlebt. Ich möchte bitte wieder rauf. Passt, ja, okay. Ihr seid der Boss. Wenn es euch zu laut ist, müsst ihr einfach Bescheid sagen. So. Warum? Was ist da jetzt passiert? Wieso? Die sind jetzt alle wieder da. Muss ich alle normal machen. Oh, da kriege ich Blutungsschaden. Blutverlust! Achtung, Achtung! Blutverlust! Das kann ja ewig dauern. Echt ewig und drei Tage darum. Muss ja immer wieder nach hinten wegrollen. Und dieser Nebel ist halt sehr gefährlich. Oh, oh ja. Okay, jetzt ist der Balken fast voll. Habe ich die so, vielleicht so kleine Bömmchen oder sowas? Weiß gar nicht. Da könnte ich einfach in die Menge reinschreddern. Habe ich sowas? Bömmchen.
Nee, ne? Oh, doch. So was hier. Okay, kann das sein, dass sie gar nichts bringen? Das bringt einfach gar nichts. Und sie nehmen auch leider keinen Schaden. Wenn die anderen zerspratzen. Da muss man einfach geduldig sein. Bleibt nichts anderes übrig. Geduldig sein. Das können wir ja sehr gut. Und raus aus dem Spratznebel. Tja. Sag mal, aber da kommt vor dem Boss noch ein Leuchtfeuer, oder? Man kann ja auch sicherlich an denen vorbeilaufen. Ja, man muss sie wahrscheinlich gar nicht machen. Aber ich weiß ja vorher, gut, wenn die hinter einem herlaufen, wenn man noch aufgehalten wird, das ist ja auch dann blöd. Wenn die dann ihre komischen Explosionsattacken in mein Gesicht machen, während ich weiter oben mit jemand anderem kämpfe, das ist ja der sichere Tod. Nee, lieber einmal geduldig sein. So, die geben auch tolle Pilze und Blutrosen. Oh, noch einer. So, jetzt reicht's aber. Okay. Pilze. Ja, Pfeil und Bogen oder so wäre vielleicht auch eine Option gewesen, aber... Guck mal, da ist das ja... Okay, wie viele kommen denn da noch? Einen tollen Schmiedestein. Oh Gott. Aber da gibt es Sinn, da einfach durchzulaufen, oder will das Spiel mich auf die Probe stellen? Da sind noch andere gestorben, oder? Nee, so. So, was kann ich hier machen? Kann ich hier einfach durchlaufen? Es ist verlockend zu sagen. Okay, genau das meinte ich. Das passiert dann halt, ne? Oh Mann. Ich laufe da jetzt durch. Ich bin ungeduldig. Na, wo müssen wir lang? Oben lang. Es könnte auch ein komplettes Desaster werden. Ich hab doch gesehen, dass da was liegt. Nee, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Da habe ich ihn angerempelt, habt ihr gesehen? Ja, oben ist ein Item, das geht nicht. Ich muss die alle platt machen. Ich mache jetzt aber Folgendes, ich zirkel jetzt einmal rum. Ich mache jetzt den berühmten Zirkel. Und zwar ohne anvisieren. Da. Weg, 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 weg. So, das geht doch ganz gut. Man darf nicht so viel Angst haben. Das ist nämlich der Schlüssel. Das ist die eigentliche Lehre des Spiels. Keine Angst zu haben. Au! Das tat weh. Aber was macht man nicht alles für die gute alte Numenruhme? Okay. Schluck aus der Pulle, weiter geht's. Hi! Der hat ja auch unsagbare Schmerzen, der arme Typ. Das sieht man, die leiden ja richtig. Hier unten noch? Spratz, Spratz, Spratz. Ich glaube, an denen laufe ich jetzt vorbei. Das ist kein Item. Oh, was ist das? Ein Blutklumpen. Oh Gott!
Ey, scheiße, der versperrt mir den Weg. Nee, doch nicht. Oh Gott. Oh shit. Okay, also. Klumpi, was mache ich jetzt mit dir? Schieße ich dich ab mit einem Pfeil? Okay, das bringt überhaupt nichts. Dann lassen wir den einfach, wo er ist. Ich kann ja so an dem vorbeihüpfen. Oh ja, der macht die tot. Ach, das ist ja toll. Ich kann die ganze Meute hier anlocken. Guckt euch das mal an, die beten da alle. Hier muss aber doch hoffentlich noch irgendwo eine Gnade sein. Das kann ja nicht sein, wenn da jetzt der Boss kommt. Ich kann ja nicht jedes Mal hier vorbeilaufen. Oh, fuck. Hier vielleicht? Ey, wir wollten das nicht mehr, haben wir gesagt. Was ist hier jetzt mit denen? Die beten einfach nur, die haben eine gute Zeit. Die müssen wir ja nicht stören. Warum? Die sind ja friedlich. Was beten die denn an? So ein, einfach so ein, da ist da oben irgendwas, was die anbeten? Ist da ein Item da oben? Direkt in der Mitte, ist das ein Item? Kann ich da so runterjumpen vielleicht? Möglicherweise, da wo es so brennt. So, ich probiere jetzt nochmal einmal zurückzugehen, weil das ist halt so ein kleiner Korridor da rein. Hier. So, falls ich hier doch gleich nochmal einen Rückzug brauche. Oh Mann, hör doch auf. Ach du Kacke, ey. Hier ist nichts außer eine kleine Betgemeinschaft. Die beten das heilige Feuer an. Die freuen sich. Oh, da ist noch ein Item. Lasst euch nicht stören. Ich guck nur kurz. Oh! Hey. Warum sind denn einige aggro und andere nicht? Einige sind ganz friedlich, andere können es einfach nicht aushalten, dass ich hier unterwegs bin. Okay. Oh, es ist sehr dunkel. Ich gucke mal auf den Boden. Sind da Fallen im Boden eingelassen? Die dürfen hier nicht rein. Ich glaube, die dürfen hier nicht rein. Das ist nämlich hier der Tempel und die müssen vorm Tempel warten, diese Pilger. Deswegen kann ich die ruhig verspotten von hier, aber das mache ich nicht. Oh, hier darf ich meinen Geisterfreund beschwören. Warum mache ich nicht? Mache ich das einfach mal. Dann geht das hier vielleicht schneller mit diesen ganzen... Ah, warte. Ah, nee, das war nur so eine Dose hier. Dann geht das vielleicht schneller mit den ganzen Bethanseln. Ich weiß aber nicht, ob überhaupt noch solche Eiferer unterwegs sind, aber wir werden sehen. Okay, ja. Was ist das? Okay, das ist vielleicht ein bisschen lame jetzt. Okay, das ist vielleicht ein bisschen lame, dass ich den Typ direkt beschworen habe, um ehrlich zu sein. Es ist ein Händler. Ich habe die Lampe noch, stimmt, genau. Die muss man jedes Mal wieder neu anmachen. So, was hat der denn Geiles? Der hat einen Runenbogen. Den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Also. Bup. Ah, okay. Das. Ah, diese Steinschwerter, die sind doch immer ganz nützlich, ne? Oh, ermöglicht Duplizierung von Kriegsaschen. Aber haben wir 5 Stück von. Oh, ich habe sogar 11 von diesen Schlüsseln. Aber ich kaufe die trotzdem alle. Und
Oh, löst Blutverlust auch aus, diese Bolzen. Und einfach so ein Stück nochmal, da haben wir 5 im Inventory, davon haben wir 15. Aber Pfeile sind da, das ist ja Armbrust, ne? Komm, wir kaufen nochmal. Oh, das ist richtig teuer. Sind die gut, die Pfeile? Ich weiß das nicht. Wir kaufen mal ein paar, 30. Warum? Nee, das war schon okay. Also wenn man die Umstände mal in Erwägung zieht, was du hier alles so sonst noch so machst. Warte mal, wo war die Laterne noch? Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Wo waren das nochmal? War die hier mit drin? Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie das ging. Ja, die muss ich doch im Inventory irgendwo einfach aktivieren. Aber wo war sie noch? Hier nicht. Ja, hier kann sie auch nicht sein. Da kann sie nicht sein. Hier vielleicht. Nee, ne? Ich habe sie einfach übersehen, aber... Das nicht. Das nicht. Wo bist du? Nee, macht auch keinen Sinn. Bei Handschuh macht auch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ah, wo ist sie denn jetzt? Das ist ja auch Quatsch. Gibt's doch nicht. Da habe ich die Flasche ausgerüstet. Da! Meine Güte! So. Ja, sehr gut. Okay. Da unten war dieses. Das finde ich ein bisschen zu sehr versteckt. Warte mal, das kann ich denn jetzt hier alles sein, oder? Werter Händler? Ich bin doch jetzt nicht nur euretwegen hier. Sie spielen so wunderschön. Aber. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ach du grüne Neune. Kommt der nach einer Zeit immer wieder? So, dann geht's da rechts weiter. Ich glaube, von da unten kam ich, ne? Oh. Was haben wir denn hier? Die Fürstenrune. Sehr dunkel. Ich kann nochmal zusätzlich die Fackel, aber das bringt auch nicht viel. Ah. Ach du Scheiße. Aber wisst ihr was? Das, genau dafür habe ich den Typ ja geholt. Da gucke ich einfach zu, was er jetzt macht. Ja, ist ja geil. Genau das wollte ich sehen. Ja, das ist ja fantastisch. Dann müssen wir uns nicht damit rumärgern. Ihm ist das alles egal. Ich will aber zugucken, was der hier für Arbeit erledigt. Das macht er hervorragend. Oh, herrlich. Ja, räum mal richtig auf. Genau dafür wollte ich dich. Ihm ist alles egal. Mach weiter. Oh, ist das schön. Gute Arbeit. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Kriegst ein extra Lob. Das hätte sehr lange gedauert, wenn wir das jetzt alleine gemacht hätten. Eine große Geister-Alilie. Was ist das? Ekliges. So, ist hier noch irgendwas? Ist hier eine Secret Wall? Goldtausendfüßler. Ja, okay. Der ist wahrscheinlich wertvoll, oder? Ist das eine seltene Crafting Ingredients? Was ist denn hier los? Alles für diesen kleinen... Alles für dieses kleine Insekt. Naja.
Das muss ja dann von großem Wert sein. Der haut einfach ab in diese Richtung. Hier geht's wieder hoch. Hoch ist, glaube ich, immer gut. Oh, was jetzt? Oh. Oh, ich habe außerdem meine Fackel noch in der Hand. Ja. Der hinterlässt... Seht ihr das? Der hinterlässt so eine richtig ekelhafte Pfütze. Ah, der ist schon hier gerade ein guter Freund, dieses Geisterbild. Wir sehen uns um. Hier ist nichts weiter. Da ist nur eine wunderbare Lilie. Da geht's weiter hoch. Eine schöne Geisterlilie. Da kam er, glaube ich, her. Ist der Johnny noch da? Ja. Den kann auch einfach nichts irgendwas anhaben. Der ist noch richtig gut drauf. Oh, da ist eine Gnade. Ist das schon die letzte vor dem Boss? Wir wissen es nicht. Sieht ja genauso aus wie... am Anfang. Sieht genauso aus wie hier. Okay, ich glaube, wir nähern uns dem Boss. Das ist einfach mein Gefühl. Ich werde mich mal da niedersetzen. Was? Ich habe was übersehen? Was habe ich übersehen? So, egal. Wir machen jetzt einmal hier hinsetzen und dann brauchen wir diese beiden Mana-Flasks. Wir werden sehen. So, und jetzt gehen wir rein und hoffen mal, dass jetzt der Boss kommt. Ah. Wir machen das natürlich jetzt erstmal alles ohne. Ohne Hilfe natürlich, wie immer. Ah, das ist ein Fahrstuhl. Und was ist hier los? Seid ihr... Muss man mit euch interagieren oder können wir euch einfach in Ruhe lassen? Ich meine, ihr macht ja nichts. Was ist das da oben? Das ist ein Priester. Ich glaube, die sind mitten in irgendeiner Veranstaltung. Vielleicht werden die nochmal geschult, was man machen muss, wenn ein Eindringling sich zeigt. Das wäre natürlich ganz lustig. Wir könnten uns einfach dazustellen. Ist da eine Kiste da oben? Oh Mann. Ey, ey, wieso ist der schneller als ich? Der ist so dick. Ich glaube, da oben ist eine Kiste. Die will ich mir angucken. Oh Gott, muss das sein? Okay. Also ich mache das jetzt mal für die Kiste und danach können wir immer noch wieder zurück und einmal Flasks auffüllen. So. Was haben wir denn hier drin? Da ist eine Kiste. Hab ich doch gewusst. Was haben wir hier? Ein uralter Drachendunkel-Schmiedestein. Na, wenn das nicht was Tolles ist. Ist hier hinter noch irgendwas? Hinter dem... immer gucken, ne? Immer gucken. Der Klassiker. Jo, aber jetzt haben wir zwei Flasks, glaube ich, verbraucht. Und dadurch, dass die hier nichts machen, können wir doch auch nochmal kurz zurückgehen und
die wieder auffüllen für den Fall, dass da direkt der Boss ist, dann haben wir halt zwei Flasks mehr. Okay. Bip, 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 bip. So. Die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Wie oft müssen wir jetzt sterben gegen diesen Boss? Ich weiß nicht, wie gut er ist. Aber wir machen einfach mal. Sieht aber geil aus, wie so eine Akropolis. Akropolis. Akropolis? Akropolis. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir machen einfach mal. Ohne Hilfe, ohne Summon, ohne diese komische Flasche. Ich mache einfach. Also sieht aus wie so ein Ball, so ein Mistkäferball. Also irgendein Kokon auf jeden Fall. Kokon. Jetzt spürt er meine Präsenz. Wer hat sich hier in meinen... Ich bin so müde. Oh, er kriegt Blut, frisches Blut. Oh nein, er wird wieder gestärkt von frischem Blut. Das ist ein riesiger Schädel oder sowas, ne? Okay. Oh. Der sieht aus wie die anderen Typen, nur größer. Er ist der Anführer von diesen Hohepriestern. Jetzt nimmt er sich den Ring noch, ne? Klaut er sich den auch noch. Dearest Mikala. You must abide alone a while. Die sind total höflich miteinander. Welcome, honored guest. Ich glaube, der hat auch schon ein bisschen Bock drauf. Der hat einen Kerzenständer. Wie heißt die? Dreizack. So, okay, dann komm mal zu mir und dann lass uns mal reden. Wir können auch mal reden. Okay, oh, au, 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 au. Okay, das war direkt ein schauriger Auftakt. Ey, der hat mich irgendwie gefesselt oder so. Ey, hör auf! Au, ich bin gefesselt. Au, 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 au. Okay, fuck. Wie kann ich diesen Fluch brechen? Das ist ja unangenehm. Oh Gott, was macht der jetzt? Fuck! Ey, hör auf! Fuck, wie kann ich mich denn dazu gegen zur Wehr setzen? Und der hat schon wieder... Warum hat der jetzt schon wieder so viele... Warum hat der schon eine zweite Phase erreicht? Gegen meinen Willen. Okay, komm mal aus dem Feuer raus, ey. Okay, fuck, okay, jetzt habe ich ein massives Problem.
Warte mal, okay. Naja. Ort der Wiederbelebung. Warte mal, Marikas Pfahl oder letzter Ort der Gnade? Marikas Pfahl? Weiß ich nicht, probier ich aus. Es war jetzt auch nicht so weit weg. Ja, kann ich direkt. Das ist ja fantastisch. Okay, also dieses Rumgespratze, das finde ich jetzt nicht so nett von ihm, aber. Okay. Das machen wir schon mal. Ist auch echt lange her, ne? Dass wir hier erstmal kurz ein bisschen warm werden. Hi. Okay, einfach mal ins Gesicht. Okay. So, ich will aber diesmal bitte nicht diese Verhexung da angelacht bekommen. Okay. Okay, ich krieg keinen Schlag unter. Ich muss ein bisschen geduldiger. Jetzt, da will ich gar keinen Bock drauf. Jetzt hat er mich verhext. Da muss ich nach vorne weg. Okay, da muss ich ein bisschen weniger schlagen. Okay, der hat halt leider die unangenehme Angewohnheit, sich komplett im Kreis zu drehen mit seinem Schlag. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit. Mach auf. Um einen Schlag anzubringen, wenn er diese Kombi da macht. Wir müssen mehr Geduld haben. So, komm her. Das, ne, das ist wieder diese Verzögerung. Die nervt, da, genau. Und der dritte. Und da. Okay, komm her. Eins, zwei und. Okay, jetzt macht er irgendwas. Ja, das Ding nervt. Da muss ich hinter ihn, aber da brennt's. Ich glaube, weiß nicht, ob ich mich dem entziehen kann, ehrlich gesagt. Diesen Kreis, den er mir da gibt. Das kostet, das ist sehr teuer. Oh Mann, ey. Das dauert zu lang. Okay, das spritzt nach vorne. Jetzt habe ich schon drei von den Dingern um mich rum. Achso, jetzt macht er seine ekelhafte Superattacke. Okay, da habe ich jetzt. Okay, wie kann ich das verhindern? Weiß nicht, ob ich das verhindern kann. Also je mehr Kreise ich um mich rum habe, desto mehr Schaden bekomme ich, wenn er diese Attacke macht, glaube ich, im Phasenwechsel. Aber ich habe nicht gepeilt, wie ich die loswerde. Ob es da ein Item gibt oder ob ich ihn vielleicht attackieren muss, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall hart nervig. Du bist genau in meinem Leben, bitte. Kannst du mal eben weggehen? Danke. Fair play.
Mann, das dauert so lange, das Trinken. Ja, das nervt mich hart mit diesem Ding da. Da muss ich hinter ihn, wenn er das macht. Okay. Ja, scheiße. Wieso nimmst du keine Runenbögen? Weil ich vergessen habe, was Runenbögen machen. Tatsächlich. So, jetzt geh mal von meinen Seelen weg da, die gehören mir. Na, lass mich mal erstmal holen hier, danke. Okay, das meine ich, der hat ja richtig einfach lächerliche. Komm mal weg da, du brennst. Das ist kacke, die Verzögerung hasse ich. Überall brennt, ey. Hart nervig. Damit aktivierst du große Runen, die du von den Bossgegnern bekommen hast. Und dafür brauchst du die Träne, um den Blutfluch zu heilen, ja. Okay, also es ist vermutlich dann so. Okay, also man muss vermutlich dann vor dem Kampf diese Flasche dann in der richtigen Zusammensetzung benutzen. Also, und dann wahrscheinlich vor der zweiten Phase oder was, dass man die Kreise los wird. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt richtig zusammengesetzt habe, ehrlich gesagt. Und zwar, warte, wieso muss ich das? Ach, warte mal, das kann ich ja nur an der Gnade machen, oder? Sehe ich das hier? Ah ja, da. Also ich habe jetzt hier läutert den Fluch des Fürsten des Blutes. Weil das klang irgendwie nach einem Blutding. Ich weiß gar nicht, ob das das Ding ist, was ich brauche. Aber es ist ja der Fluch des Fürsten des Blutes. Es klingt ehrlich gesagt für mich jetzt nach was, was es sein könnte. Ich habe es jetzt mal angelegt. Warte mal. Ich probiere jetzt einfach mal. Aber es, ich finde es auch ganz gut, mal ein bisschen so einfach völlig raw, ohne irgendwelche Sachen, die speziell auf den Gegner. Aber das ist ja schon auch dafür gedacht, dass ich hasse diese Verzögerung. Okay, das war jetzt einfach komplett dumm. Ey, was? Nein! Ey, was habe ich jetzt gemacht? Hey, hör mal auf jetzt! Ey, nein! Was ist. Ah! Ich hatte nicht die Flask ausgerüstet, sondern aus Versehen. Warum? Ich habe mich falsch equipped. Habt ihr das gerade gesehen? Was habe ich denn da gerade gemacht? Hallo? Nee. Ich habe die Flasche. Das ist doch das unten, ist doch die Flask. So nehme ich die doch. Okay, habe ich aus Versehen irgendwas Quatschiges da reingemacht.
Das war nicht mein Plan. Habe ich jetzt meine Dinger verloren? Hatte ich die vorher eingesammelt? Weiß ich gar nicht mehr. Fuck, konnte ich mich nicht mehr gegenheilen. Ich hatte jetzt mal probiert, ob ich es ohne die Flasche mache und mich gegenheile, aber also die erste Phase geht ja eigentlich. Ich hatte ihn ja fast in der ersten Phase gerade schon besiegt. Wenn ich ihn so gut runterkriege, bei ihm bin, dann kann ich eigentlich auch die Spezialattacke spammen, für die ich meine Mana brauche. Vielleicht kriege ich ihn dann sogar down. Okay, nee. Ich kann ihm gar nichts mehr. Also wenn er in diesem Ding ist, kann ich nichts mehr machen. Ja, probier mal einfach mit der Flasche. In der Tat, die ist ja wahrscheinlich dann auch dafür da. Und ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen mir erschweren. Ich weiß nicht, wann ich die nehmen muss, ehrlich gesagt. Ob ich die jetzt auch direkt zu Beginn nehmen kann. Ich kann dir einmal essen, ne? Warte mal, wie nehme ich den jetzt nochmal? Fuck, warte. Wie nehme ich die denn jetzt noch? Ach so, ich muss... Ah, ich habe nämlich die Steuerung umgestellt. Alles klar. Warte, ich hole mir erstmal meine Seelen. Wo sind die? Ah, da. Okay, das war dumm. Aber jetzt weiß ich, wie das geht. Ich habe, für alle, die es gerade nicht gecheckt haben, was das Problem ist, ich habe die Standardsteuerung umgedreht, umgeändert, weil ich sonst immer aus Versehen die Flask gewechselt habe, weil ich dann immer so da drauf drücke. Deswegen habe ich jetzt auf dieser Taste, das heißt, ich muss, das ist ein bisschen kompliziert, ich muss sozusagen Dreieck drücken und jetzt muss ich den rechten Stick reindrücken, so. Kann ich das hier noch nicht? Warte. Oder den linken Stick? Ja, den linken Stick. Damit ich die Flask hier essen kann. So, aber diesmal wird's easy. Jetzt nehme ich mir erst meine Seelen zurück. Das hab ich nämlich gerade den Anfang verpasst, leider, weil er ist ja eigentlich ganz gut hier, wenn er erstmal jetzt. Okay, jetzt hat er was anderes gemacht. Gerade hat er ein anderes Angriffsmuster gemacht. Davor, wenn er diesen Dreiklang macht, aus diesem ersten verzögerten Schlag und dann die anderen beiden, da kann man mit einem guten Timing drei Schläge anbringen. Das habe ich. Ach, warte. So. Alles, wir kommen dahin, keine Sorge, wir sind auf einem guten Weg. Ich werde auch nicht zusammen oder so. Wir machen ohne zusammen. Zusammen weißes Gamschi. Ich komme mich jetzt. Kacke, jetzt komme ich nicht zu meinen Dingern. Das ist blöd. Ja, das ist total blöd. Okay.
Okay, jetzt macht er diese Nummer hier. Jetzt hat er ein anderes Angriffsmuster. Das nervt. Warum macht er jetzt nicht mehr... Macht er nur noch den hier, das nervt. Ein ganz anderes Muster, leider. Jetzt ist das genau, jetzt habe ich das Timing falsch. Ah, das war's, egal. Ah, ich bin ganz entspannt. Bin ganz entspannt. Wir machen das jetzt gleich. So, mich nervt immer dieses Wiederholen unser Leben. So, ich möchte bitte, dass der jetzt wieder reingeht mit der Standardattacke ohne diese Flammenkacke. Das nervt massiv, weil die dann auf dem Boden bleibt. So, jetzt. Komm her. Ja, eigentlich wollte ich... Na, jetzt macht er wieder diese Flammenkacke. Das nervt. Aber da kann ich nicht wirklich gegen ihn kämpfen, weil er natürlich geschützt ist. Die Flammen. Okay, das war. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ja, ja, keine Sorge. Ungeduld. Ich sehe Ungeduld im Chat. So, let's go. Was meint da? Vielleicht ja jetzt. Dieses Wiederholen der Seelen nervt. Ich hätte sie eigentlich komplett ausgeben sollen oder was auch immer. Wenn ich noch hab. Ja, genau, danke. Bam. Aber jetzt macht er wieder eine andere Abfolge. Okay, das war schneller als gedacht. Aber das ist quasi, er hat 180 Grad Drehung gemacht. Das nervt auch. So, komm. Dumm. Der Alte versucht sich zu heilen, der schief geht. So, komm her, Boy. Ah, oh, der verzögerte Nerv! War zu weit weg, komm nicht in den Nachkampfplatz. So, jetzt vielleicht. Jetzt. Oh, jetzt fuck, ey, was ist das? Jetzt kriegt er wieder Aua. Achso, warte. Fuck, das wird verschwendet. Einfach massiv verschwendet gerade. Ich hab das völlig falsch interpretiert. Jetzt habe ich meine Flask dadurch verloren. Das war sehr dumm. Jetzt habe ich nichts mehr. Ja. Okay, ich habe das Item nicht gecheckt. Ich habe gedacht, ich muss gegenheilen. Habe ich drei Flasks oder so verschwendet. Aber das ist ja genau der Sinn. Ich dachte, dass diese Ringe dann gar nicht mehr auftauchen. Aber das ist okay. Jetzt weiß ich's. So.
Ja. Okay, das ist natürlich echt mit diesem Item, dieser Flasks. Flask schon deutlich einfacher, wenn man dann geschützt ist. Dann kann ich auch an ihn ran und so. Okay, das ist auch wieder ein neuer Auftakt. Okay, das war zu aufmüpfig. Ich sollte ein bisschen geduldiger spielen. Aber die Flasche hält ja eigentlich auch recht lange, ne? Ist auch gut. So, jetzt konzentriere ich mich mal ein bisschen. 3 Minuten? Okay, fuck, wo sind meine... Da hinten, Nerv. Okay, warum? Ah, fuck. Ach, okay. Ah, zu früh. Fuck. Ah, da war ich zu gierig. Ich habe noch 4 Flasks. Ja, das war ein bisschen gierig und ungeduldig. Aber so ist es halt. Was willst du machen? Wer ist zuerst an den Seelen? Ich oder er? Ich oder er? Er, ich glaube, es ist er. Mist. Es ist aber Schluss. Okay. Fuck, das kam leider zur Unzeit.
nein, oh, das ist scheiße. Okay, das war ein bisschen dumm. Ich hatte noch mehr als genug Flasks. Ich wollte es beenden. Na gut. Ah, das hätte ich anders regeln müssen. Am Ende habe ich es ein bisschen weggeworfen. Timing off. Okay, jetzt. Einen braucht man immer, wenn man es gerade fast geschafft hat, brauche ich immer einen, um wieder reinzukommen. Abhauen. Ah, das war's. Ach, ich muss einfach raus aus dem Feuer. Aber ich hasse das, dass man da nicht an ihm dranbleiben kann. Das nervt mich. Weil dann ist überall um ihn herum dieses Feuer. Alright, let's go. Jetzt schon sein. Okay. No! Ach, ich bin der Ungeduldskind. Ich glaube, ich scheiße jetzt mal auf meine Seelen, die da noch rumliegen. Wir sind jetzt so weit dahin, ja, kein Bock, ich geh jetzt lieber direkt in den Kampf rein, da verliere ich die halt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch habe, ist mir scheißegal jetzt. Lieber den Kampf vernünftig bestreiten.
Autsch. Au, fuck, zu spät. Och, ey! Kann ich ihn angreifen, während er den Phasenwechsel macht? Ich dachte, das hatte ich einmal probiert und dann ging das nicht. Ja, ich probiere das diesmal. Ey, Alter, was war das denn? Okay, der hat richtig reingehauen, gerade der letzte. Okay, er heilt sich nur gegen, na gut. Ja, ich hau jetzt einfach nächstes Mal auf ihn drauf. So. Komm, mein Freund, jetzt ist es aber so langsam mal an der Zeit. Jetzt haben wir genug gespielt. Was machst du? Überhaupt nicht drin. Das ist eine dieser Runden, die gleich vorbei sein werden. Das war total dumm. Ja, und tot. Ja, warte. Ja,
keine Ausdauer mehr, scheiße. Aber man kann schon ganz gut gegenkloppen. Ich bin ein guter Dinge. Wir kriegen ihn gleich. Es gab Bosse, wo ich auch gedacht habe, fuck it. Ich bin der Verzweiflung nahe. Aber der ist es nicht. Da muss ich einfach, ich weiß, es liegt an mir. Ich muss einfach kurz einmal konzentriert sein. Dann kriegen wir das hin. Der ist nicht so krass. Also hier weiß ich, es liegt an Fehlern, die ich mache. Und damit kann ich leben. Der ist nicht unfair oder so. Da zum Beispiel wieder, ganz klar, Fehler von mir. Nervt halt, ne? Dass ich den da nicht treffe. Jetzt bist du da in der Ecke, das gefällt mir nicht. Ja, das war wieder mein Fehler, falsches Timing. Das ist wieder falsches Timing. Ich bin nicht gerade, verkacke ich es gerade richtig? Okay, verschenkter Try. Okay, denn das war jetzt ein für die whatever. Für den Sperrmüll. Der zählt nicht. Friede war viel, viel krasser als der. Friede war krass. Hier bin ich selber ungeduldig. Ich merke das, wenn ich falsch rolle, wenn ich Schläge falsch laufen. Friede war in der eigenen Liga. Friede war eine eigene Liga. Wo ist hier mein Shit? Kann echt scheiß auf mein Shit. Darf man nicht schlagen. Der ist auch schwer. Okay. Come on jetzt. Ach Nils, das ist gerade nicht besonders gut anzuschauen. Er ist sehr schnell. Gerade in seinen Attacken ist. Ah, scheiße, da komme ich nicht weg. Das ist dumm. Ausdauer aufpassen. Sehr wenig Ausdauer gerade. Keine Chance auf den Schlag, ne? Und da wieder die Verzögerung. Das ist ja.
Jetzt ist wenigstens sind unsere Seelen weg. Die haben mich jetzt genervt. Die habe ich jetzt aufgegeben. Weil mir das egal ist. Und so, jetzt. Die da nicht aufgepasst. Oh Mann, ey. Mann, ich heile mich so scheiße. Ja. Egal, das ist nur. Wartet ab. Alles gut. Wir sind. Alles gut. Das ist gar kein Problem. Ich brauche mehr Ausdauer. Und ich muss vor allem auch mal meine Dingsflask essen. Meine... Da darf ich nicht schlagen. Da schlage ich immer, weil ich ungeduldig bin. Ah, das. Alter! Was war das denn, ey? Das nimmt mir ja fast meinen kompletten Lebensbalken. Tante Mone, vielen Dank! So, jetzt aber. Habt ihr das gerade gesehen, was der für ein Damage-Output hatte? 1 Million. So, mein Freund, nächste Runde. Okay. So, hör mal auf mit dem Feuer. Ja, die Dinger sind immer zu schnell, da darf ich nicht schlagen. Ja, und jetzt bin ich in der Heildummheitsfalle. Ich hab bin gerollt, ey!
getan. Natürlich machst du das in dem Moment, wo ich das auch mache. Ah, das ist zum Kotzen. Jetzt wie in der Heilfalle. Ich muss nach vorne einfach. Ich weiß gar nicht, warum ich nach hinten gehe. Das war einfach nicht gut. So, jetzt ist es soweit. Na komm. Jetzt schleuderst du wieder deine Scheiße auf mich. Los, dann schleuder deine Scheiße auf mich. Ah. Ja, natürlich darf ich keinen einzigen Schlag machen. Mach mal dein Feuer da weg. Bin ein bisschen beleidigt, merkt ihr das? Ich bin beleidigt. Ich muss jetzt meine Mentalität muss mal wieder jetzt. Ich glaube, ich habe nicht das richtige Mindset. Am Kopf muss ich anfangen. Jede einzelne Attacke muss ich ernst nehmen. Ich habe überhaupt gar keine Geduld mit dem Typ. Kennt ihr das? Wenn man so das Gefühl hat, eigentlich ist der easy, eigentlich mache ich den, ist gar kein Problem, aber es fehlt einem der fokussierte Blick und man hat so eine Trotzigkeit, so eine oh, leck mich am Arsch Einstellung. So ein Unlust, sich auf jede einzelne Parade von ihm einzulassen, weil man sich denkt so, nö, warum muss ich eigentlich immer auf dich reagieren? Was ist denn das für ein Ungleichgewicht? Ich muss immer auf alles reagieren, was du machst. Reagier du doch mal auf das, was ich mache. Aber nein, das ist dir nämlich scheißegal, weil ich dich nicht... Da. Das kann ich... Ich krieg dich halt nicht. Ich muss immer warten, bis du irgendwas machst. Und es nervt. Genau den darf ich nämlich nie. Ja, diese. Ah, das nervt so hart, diese Verzögerung. Ja, das ist klar, den darf ich halt auch nicht nehmen. Ja, das ist immer genau der. Und rollt man rein und denkt sich, ja, okay, jetzt darf ich vielleicht auch mal schlagen. Und dann sagt er sich, nö.
Ja, das ist einfach so ein nerviger Typ, so ein nerviger Typ. Okay, wir machen jetzt noch mal einen Try. Ich bin zu gierig, weiß. Ich habe wirklich keine Geduld mit dem Typen. Ich könnte vermutlich, wenn ich einfach geduldig bin. Aber der ist meine Geduld nicht wert. So ist es einfach. Der ist meine Geduld nicht wert. Ah, Maxim. Immer wenn ich leide, kommt Maxim. Hallo, Maxim. Das ist verzögert, ne? Das mag ich nicht. So, jetzt. Aufhören zu brennen, eben bitte. Wieder lang, danke. Ja, und auf dem Deckel. Es ist immer dieser Move. Das ist der Lock. Da lockt er mich! Der lockt mich halt mit diesem einen Schlag. Und dann denke ich, okay, jetzt kann ich ihn da auch mal schlagen. Und dann kommt der von oben, den man auch nicht mehr ausweichen kann, weil man noch in der Animation ist. Und es ist einfach unfair, dass der mich so locken kann. Okay, pass auf, wir jetzt noch einen machen wir jetzt noch, weil jetzt Maxim kurz da war und jetzt fühle ich mich kurz motiviert noch, einen zu machen. Und dann müssen wir aber auch echt Fußball gucken. So, komm jetzt her. Der ist auch gar nicht so schwer. Der ist nur nervig. Und ich habe gerade einfach keine Geduld mit dem. Ja, natürlich machst du das. Feuerregen überall. Ja, natürlich. Ach, hör auf, 4 Attacken. Ach, lass mich einfach in Ruhe. Er ist nach vorne gemusst, egal. Komm. Du nimmst nicht mal Schaden durch deine eigene Flamme, ne? Auch das wieder, exakt. Du hast keine Chance, einen Schlag unterzukriegen. Heiß.
Au, au, au. Au, fuck. Ede meint, es gibt wohl ein, zwei Tricks bei dem. Ja, ich will keine Tricks. Benutz keine Tricks. Ich habe den schon komplett mir angeguckt. Fast. Man muss einfach Geduld haben. Das ist einfach, man darf sich nicht... Ich hasse halt... Ich will einfach nur an seinem Arsch kleben. Rollen. In die Attacken kommen. Ihm einen Schlag geben, am Arsch kleben. Ausdauer auffüllen lassen. Soll er sich austoben, ich klebe an seinem Arsch. Aber man muss bei dem Heini einfach ein bisschen Geduld haben. Anton, bist du das? Ich will auch Fußball gucken. Ey, pass auf. Ist der allerletzte Try. Und dann gucke ich Fußball. Und er läuft nämlich schon seit 10 Minuten. So, und das Problem ist, dadurch, dass Fußball schon seit 10 Minuten läuft, habe ich gar keine Geduld mit dem. Aber, so, letzter Besuch bei Tante Käthe und jetzt komm her. Lass mich jetzt einfach in Ruhe. Ja, fängt ja geil an. Ja, den mache ich halt immer. Der macht einfach 80% meines Lebens weg. Aber ich habe auch keinen Bock, nicht zu schlagen. Das sehe ich nämlich nicht ein. Ey Leute, ich habe gerade nicht das Mindset. So, ich habe jetzt nicht das Mindset. Nächste Folge machen wir den First Try. Wie das immer ist. Es ist immer so. Ich will jetzt Fußball gucken. Nächstes Mal mache ich den platt und dann ist so, der Eingang offen fürs DLC. Ich muss jetzt kurz mich mental regenerieren. Das war's für heute. Mit Elden Ring. Wir sind jedenfalls wieder drin und der ist easy, Leute. Der ist nicht so stark, der nervt einfach nur, wie so ein Fliegenschwarm. Der ist auch nicht stark, aber nervt. Nächstes Mal liegt der First Try, der kann nichts, der kann gar nichts. Es liegt nur an mir. So, vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschüss und auf Wiedersehen.